Ich freue mich ganz besonders, dass wir für die zweite Volksinitiative Bündnispartner gewinnen konnten, die uns unterstützen, die uns helfen werden, Listen zu verteilen, die unsere Ideen einfach mit gut finden. Und auch wissen, das wird gebraucht. Seien Sie Unternehmer, seien Sie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, von Sozialverbänden. Wir werden diesmal unterstützt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hier im Land Berlin. Merklich Landbrot, die Demeter Bäckerei ist einer unserer Bündnispartner. Und zu Gast heute ist hier die Gabi Dietrich von der Montessori Stiftung. Freue ich mich sehr. Willkommen. Und wie heißt die? Gabi Dietrich, Montessori. Montessori. Genau. Ich werde gleich noch sagen, warum Sie sich entschlossen haben, die Volksinitiative zu unterstützen. Und dann die Frau Peters von Jailas Wiese, eine Initiative, die sie mit ins Leben gebracht hat, die sich auch zu einem Unternehmen entwickelt hat, die in Zusammenarbeit mit Schulen, auch in staatlichen Schulen, Sprachförderkonzepte konkret umsetzt für Schülerinnen und Schüler. Dann gebe ich gerne das Wort an Frau Dietrich. Ja, schönen guten Tag. Die Montessori-Stiftung, die trägt inzwischen fünf Schulen. Wir haben mit einer Schule angefangen, der Schüler oder Teil der Schüler heute hier sind. Und also ich persönlich bin ein ganz ungeduldiger Mensch. Ich beschäftige mich jetzt seit 12 Jahren ungefähr mit Schulbildung und wir haben infolgedessen eine Unzufriedenheit mit den Schulen unserer Kinder. Eine eigene Schule gegründet, die Montessori-Schule in Köpenick. Was uns von Anfang an tatsächlich so eine Riesenhürde war, war die Finanzierung. Also mich stört, mich ärgert regelrecht die Diskussion, die es da gibt in der Presse, dass Schulen in freier Trägerschaft oder Privatschulen Gesellschaftsspaltung vorantreiben, all diese Dinge. Es geht uns überhaupt nicht um Spaltung, es geht uns um gute Bildung und die ist dringend nötig. Im Laufe der Jahre hat sich so bei mir ein Bild geformt, wie gute Schule gelingen kann oder wie das so aussehen könnte. Also wenn man sich vorstellt, so Schule als Dreieck, unten auf der Spitze stehen, das ist die Schulleitung, wie immer die aussieht, als Teamleitung oder wie auch immer. Auf der einen Seite das Lehrerkollegium oder das Kollegium, sind hier nicht nur Lehrer. Auf der anderen Seite die Elternschaft. Und wenn es dieser Schulleitung gelingt, dieses Dreieck in der Waage zu halten, dann können die, die da oben sitzen, nämlich die Schüler, eine optimale Umgebung vorfinden, um zu lernen. Das ist die große Herausforderung, aber diese Spitze, die wackelt natürlich extrem. Das ist egal, ob das staatliche Schule ist oder freie Schule ist. Wir haben mit Problemen zu kämpfen, die nicht im Sinne dieses Gleichgewichts sind, da oben, nämlich die Schüler. Darum geht es. Es geht nicht nicht wirklich um Finanzierung. Geld ist in diesem Land genügend da. Es geht, ich weiß nicht, warum es so wahnsinnig schwer ist, Dinge zu ändern. Warum es so schwer ist, die Konzepte, die überall da liegen, ist es so einfach, was zu verändern, worum es sich geht. Warum die Politiker, die an den entscheidenden Stellen sitzen, so träge sind. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Schüler, wie bei Ihnen, überhaupt in die Schule gehen. Warum die das nicht einfach boykottieren. Also, ich verstehe es nicht. That's me. Weil in unserer Schule weiß ich ziemlich genau, dass unsere Schüler gerne zur Schule gehen, dass sie auf das Ferienende so manchmal sogar herbeisehen. Das liegt aber nicht daran, dass ihre Eltern Schulgeld bezahlen. Das ist der geringste Grund dabei. Es liegt an was anderem. Ich will damit nicht sagen, dass bei uns alles glänzt. Wir sind in argen Diskussionen, wir haben wahnsinnige Herausforderungen. Wir streiten ganz stark. Nicht? Und ja. Also ich finde ganz wichtig, dass es solche Initiativen gibt, ganz einfach um ins Gespräch zu kommen, um auch
aufzuklären, um Vorurteile beiseite zu legen. Und ich freue mich total, dass es sind nicht irgendwelche Schüler, die hier sitzen, das sind Schüler aus unserer Schülervertretung. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, auf die Straße zu gehen, mit den Leuten zu reden, wie sie ihre Schule empfinden, was das ist und was sie verändern würden. Und wie viele Unterschriften habt ihr euch vorgenommen? Tausend haben wir.